Kapitel 5 Weihnachtszeit. Fanders Sicht. Wir brauchten einiges an Zeit, um das Krankenhaus nach Gavins Angriff zu erreichen. Mein Gewissen plagte mich immer noch, aber ich konnte einfach nichts tun. Es ging einfach nicht. Trotzdem wurde Fate wegen mir verletzt und ohne es dies Hilfe wäre sie. Ich sollte besser nicht drüber nachdenken. Wenn ich meine Fehler jetzt überdenke, helfe ich damit keinem mehr. Nachdem Schwester Shanera Fate kurz untersucht hatte, bestätigte sie meine Vermutung. Ihr Bein war gebrochen, aber zumindest war es nichts Schlimmeres. Aber was uns auch allen klar war, schlimm würde es noch werden, sobald wir G berichteten, dass Fate fürs Erste arbeitsunfähig sein würde. Immer noch mit Schuldgefühlen meldete ich mich freiwillig, um diese Aufgabe zu übernehmen. Fate selber konnte es ohnehin nicht und damit, dass ich G's Rage aushalten würde, könnte ich ihnen vielleicht zumindest einen kleinen Gefallen tun. Mein Besuch bei dem Kanimani verlief sehr wie erwartet. Als ich G Shaneras Diagnose mitteilte, die Fate 3 Wochen Ruhe verschrieb, brüllte er mir so ziemlich alles um die Ohren, was er an seinem Job hasste. Und das war vieles. Mir war schon klar gewesen, dass es so kommen würde. G nutzte diese Situation gerne, um den gesamten Frust, der sich mit der Zeit in ihm ansammelte, an jemandem rauszulassen. Nach ein paar sehr lauten Minuten wurde er etwas ruhiger und gab mir Zeit, ihm genau zu erklären, was vorgefallen war. Als ich ihn von dem Überraschungsangriff erzählte, begann er mehr Verständnis zu zeigen. Also wenn das wirklich die Story ist, kann ich euch eigentlich nichts vorwerfen. Keiner hätte erwarten können, dass gerade Gavin sich in der Gegend des Versteckes von so einem schwachen Schergen aufhalten würde. Für einen Moment dachte er darüber nach, was er nun mit uns tun sollte. Zurück bei mir zu Hause wurde ich bereits von Fate und Esti erwartet, ganz wie wir es abgemacht hatten. Er hat dich komplett zusammengeschissen, habe ich recht? Man merkt es vielleicht, aber Esti kannte G ebenfalls sehr gut. War etwas anderes zu erwarten. Ich wusste ja, worauf ich mich einlasse. Als Fate mich ansah, bemerkte ich Mitleid in ihren Augen. Es widerstrebte mir, da ich nicht der Meinung war, es verdient zu haben. Und was hat er gesagt? Ich konnte mir mein Grinsen nicht ganz unterdrücken. Es war sehr untypisch für G. Doch er war tatsächlich sehr großzügig gewesen. Ich hab tatsächlich gute Nachrichten für euch. G meinte, dass morgen ja ohnehin der Dezember startet. Er hat uns allen den ganzen Monat freigegeben. So kannst du dich in Ruhe erholen und wir können die Weihnachtszeit genießen. Einen Monat, ganz ohne Polizeiarbeit. Es würden bestimmt gute Ferien werden. Fate-Sicht. Die gesamte Zeit, die wir in Fandersheim verbrachten, war für uns alle unfassbar entspannt. Am Anfang war ich sehr besorgt, da Esti meistens für den Großteil des Tages weg war. Da ich mich ja erholen musste, konnte ich ihm es nicht gleich tun. Jedoch rechnete ich sehr damit, dass Fander es tat und ich die meiste Zeit alleine wäre. Aber wie sich schnell herausstellte, hatte er nicht geplant, wegzugehen. Deswegen verbrachten wir die meiste Zeit zu zweit. Unsere gemeinsame Zeit war relativ ähnlich wie die Zeit, in der ich mich von den Verletzungen durch Darkrai erholte. Wir redeten über viele verschiedene Dinge. Der größte Unterschied war, dass wir nicht mehr miteinander sprachen, als wären wir Fremde, sondern als wären wir Freunde. Außerdem leistete es die uns manchmal Gesellschaft. Im Verlauf der Tage und Wochen begann ich, ihn um einiges mehr zu mögen. Es ist wirklich so, wie Fanda es gesagt hatte. Esti ist sehr eigen, aber sehr nett, wenn man ihn besser kennenlernt. Als Weihnachten sich näherte, wirkte auch Fanda glücklicher als meist zuvor. Aber leider entschied er sich auch manchmal, das Haus zu verlassen. Beide meiner neuen Freunde wollten mich jedoch nicht alleine lassen, da sie sich regelmäßig damit abwechselten, mir Gesellschaft zu leisten. Als sie diese Schichten begann, sprach ich oft auch mit Esti über Fanda. Ich stellte ihm viele Fragen, die ich mich nicht traute, Fanda persönlich zu stellen. Weißt du, warum Fanda oft ebenso ist, wie er ist? Du weißt schon, traurig. Da fragst du das falsche Mon. Ich bezweifle, dass irgendjemand außer Fanda das weiß. Ich habe keine Ahnung, wie er so geworden ist. Das Einzige, was ich dir mit Sicherheit sagen kann, ist, dass er ziemlich depressiv ist. Ich meine, er versucht zwar, das zu verstecken, aber ich denke, das erkennt man doch sehr schnell.
Ich mache mir teilweise wirklich Sorgen um ihn. Zwar hatte ich mit dieser Bestätigung gerechnet, doch trotzdem vergrößerten sie meine Sorgen nur. Es war für mich schwer genug, nicht ständig an den Vorfall im Wald zu denken. Und nun mit dem Bewusstsein, dass mein Freund wirklich depressiv war. Und ich kannte Fanda inzwischen gut genug, damit ich mir vorstellen konnte, dass er sich vielleicht wirklich etwas antun könnte. Esti sah die Sorge in meinem Blick sofort. Du magst Fanda wirklich gern, nicht? Ich konnte mich ja nicht selber sehen, aber ich spürte eindeutig, wie ich rot anlief. Naja, er ist mein bester Freund in dieser Welt. Ich kenne einfach nicht viele Pokémon hier und er ist immer so freundlich zu mir. Er hat mir mein Leben gerettet, nachdem Darkrai mich angegriffen hatte. Ich will ihm auch helfen. Ich weiß doch, wie sehr er leidet, aber ich weiß nicht, weshalb. Ich habe Angst, ihn zu verlieren, wenn sowas wie im Wald nochmal passiert. Ich schien es dir jedoch nicht ganz überzeugt zu haben. Sicher, dass das alles ist? Du willst dich einfach nur revanchieren? Ganz sicher? Nix anderes? Sein Blick zeigte mir, dass er eigentlich alles wusste. Es hatte ohnehin keinen Sinn, es ihm zu verschweigen. Nun, naja, gut. Ich kann dich nicht anlügen. Ich glaube, Fandas Sicht. Nur noch wenige Tage lagen vor dem Weihnachtsfest. Es war schon spät in der Nacht und ich versuchte verzweifelt einzuschlafen. Ich arbeitete so viel wie selten zuvor, weshalb ich wirklich müde war. Und trotzdem schaffte ich es nicht, zur Ruhe zu kommen. Ich machte mir einfach zu viele Sorgen. Ich hatte so viele Fehler in meinem Leben gemacht. Und ein Fehler würde das gesamte Gerüst der Lügen zum Einsturz bringen. Und wenn es soweit kommen würde. Andererseits konnte ich nicht für immer lügen. Vor allem gegenüber meinen Freunden. Esti und Fanda machten sich so viele Sorgen um mich und ich weigerte mich wieder und wieder, ihnen etwas zu erzählen. All die Zeit schwankte ich zwischen den Optionen, was ich mich immer selber fragte. Was wäre das Beste für die beiden? Vermutlich wäre es für sie besser, es nicht zu wissen. Aber zurück zum Thema. An diesem Abend versuchte ich stundenlang vergeblich einzuschlafen. Als mich meine Müdigkeit langsam ermüdete, entschloss ich mich, mir etwas Wasser zu holen. Als ich jedoch am Zimmer, welches von Fate und Esti bewohnt wurde, vorbeilief, hörte ich die beiden reden. Anscheinend konnten sie auch nicht schlafen. Zuerst ignorierte ich ihr Gerede. Was sie besprachen, sollte nicht meine Angelegenheit sein. Aber, auch wenn ich's ungern zugebe, siegte letztendlich meine Neugier und ich lauschte ein bisschen. Die erste Stimme gehörte Fate. Und deswegen glaube ich, dass ich mich verliebt habe. Ich bemühte mich, keinen Mucks zu machen. Beide im Raum wurden kurz leise, bevor es die begann, amüsiert zu kichern. Ich würde jetzt überrascht spielen, wenn ich nicht so ungern lügen würde. Ich wusste schon, das sind doch tolle Nachrichten. Ich kann es mir nur vorstellen, aber so wie ich Fate kenne, lief sie rot an. Du wusstest Bescheid, aber... Esti stoppte sie. Ich weiß deutlich mehr, als du denkst. Aber das ist grad zweigrangig. Ich werde dich unterstützen, versprochen. An diesem Punkt entschied ich mich zu gehen. Mein Gewissen unterstützte mein Lauschen immer noch nicht und ich entschied mich so zu tun, als hätte ich nichts gehört. Aber ehrlich gesagt sah ich es ähnlich wie Esti. Es war kein großes Geheimnis gewesen. Von dem Tag an dem Gavin Fate attackiert hatte, verstanden sie und Esti sich mit jedem Tag besser. Als ich versagt hatte, hatte Esti ihr das Leben gerettet und damit auch endlich ihr Vertrauen gewinnen können. Jeden Tag kamen sie sich näher und sprachen viel und vertraulich, so dass ich mich manchmal schon beinahe ausgeschlossen fühlte. Durch all das hatte ich schon langsam vermutet, dass Fate sich vielleicht in meinen Freund verguckt hatte. Dass die beiden derselben Spezies angehörten, war nur die Kirsche auf der Torte. Nur war es schade, dass ich nicht offen mit ihnen darüber reden konnte, bis sie es mir selbst anvertrauten. Innerlich freute ich mich sehr für die beiden und freute mich auf den Tag, an dem sie es mir anvertrauen würden. Doch trotzdem schmerzte irgendetwas in meiner Seele. Es war wohl mein Gewissen oder der Fakt, dass es nun weniger schaden würde, ihnen die Wahrheit zu erzählen. Wenn sie danach nichts mehr mit mir zu tun haben wollen, hätten sie immer noch einander. Und das würde es für sie einfacher machen.
Noch eine Sorge mehr. Super. Naja, die nächsten Tage vergingen wie im Flug. Ich versuchte, mich etwas abzulenken und bereitete ein Weihnachtsfest vor. Das größte Problem war definitiv, Geschenke für meine Freunde zu finden. Vor allem für Fate, da ich wirklich nicht einschätzen konnte, was ihr gefallen würde. Deshalb kaufte ich ihr auch nichts Exotisches. Heiligabend kam überraschend schnell. Fate konnte inzwischen wieder ziemlich normal laufen, ihr Bein war geheilt. Daher bestand sie darauf, mir zu helfen. Ich war gespannt, wie gut sie kochen könnte, daher ließ ich sie das Essen übernehmen, während ich das Haus dekorierte. Nachdem alles geschafft war, saßen wir zusammen im Wohnzimmer und aßen Fates Suppe. Vielleicht klingt das ein bisschen gemein, aber es schmeckte deutlich besser, als ich erwartet hatte. Es liegt nur daran, dass ich nicht dachte, dass jemand ohne Erinnerung und ohne ein Rezept wirklich gut kochen könnte. Den Rest des Abends verbrachten wir zusammen. Als ich ihnen meine Geschenke gab, waren beide sehr glücklich. Fällt sogar mehr als Esti. Was mich wunderte, war, dass beide es geschafft hatten, heimlich das Haus verlassen und mir Geschenke zu kaufen, ohne dass ich es bemerkt hätte. Gerade bei Fate. Als die Nacht voranschritt, endete unser kleines Fest. Esti ging bald schlafen, während ich mich noch auf einen kleinen Spaziergang aufmachte. Ich lief für rund eine halbe Stunde mitten durch den Wald. Dies tat ich öfter, wenn ich alleine war. Jedes Mal wanderte ich so durch die Natur, zu einem kleinen Cliff, um mich zu entspannen. Die Aussicht von dort ist wunderschön. Man konnte weit bis zum Horizont über das Meer sehen. Es ist so etwas wie mein geheimer Ort. Als ich mich einfach hinsetzte und ausnahmsweise einfach mal in den Himmel starrte und mein Leben genoss, hörte ich eine vertraute Stimme. Fanda? Fate stand am Rand der Lichtung. Ich hatte nicht damit gerechnet, sie hier zu sehen. Was tust du hier, Fate? Wie hast du diesen Ort gefunden? Sie stockte kurz. Ich bin dir gefolgt. Ich musste etwas Wichtiges erzählen. Ich ahnte ja bereits, worum es ging. Nicht?